Willkommen, mein Name ist Marco Peuke. Heute zeige ich Ihnen ein Früchte-Ragout passend zur Jahreszeit. Als erstes beginnen wir ein Zuckerkaramell zu kochen. Dazu brauchen wir etwas normalen Kristallzucker. Den geben wir in den Topf mit so 2-3 Esslöffeln Wasser und fangen einfach an, das aufzukochen. Der Zucker, der ist natürlich liebt Wasser, er verbindet sich relativ schnell mit dem Wasser, löst sich vollkommen auf. Und wir kochen quasi, verkochen das Wasser, damit wir dann ein schön gleichmäßiges Karamell haben. So, das Wasser ist jetzt fast vollständig verkocht. Der Zucker fängt schön an zu karamellisieren. Sehen Sie, dass diese zuckersirupartige Masse, dass die schön gleichmäßig goldgelb wird. So, jetzt fängt er hier an der Seite schon an, ein bisschen dunkler zu werden. Und jetzt geht er ein schönes Goldbraun über, bernsteinfarben, könnte man sagen, ist wahrscheinlich perfekt. Und jetzt gießen wir etwas Orangensaft hinzu. Nicht erschrecken, das spritzt ein bisschen, weil natürlich eine sehr heiße Masse auf eine kältere Masse trifft und da gibt es quasi einen Schock im Topf. Darum nicht die Flüssigkeiten alle mit einmal reingießen, sondern am besten ein bisschen nach und nach. Dann löst sich der Zucker auch schneller auf. Und wenn die Kochbläschen jetzt ein bisschen weg sind, sieht man auch schön, dass der Zucker schon sich fast aufgelöst hat. So, jetzt geben wir noch einen kleinen Schluck Orangensaft dazu. Man kann auch nehmen für die Jahreszeit, wir könnten jetzt auch mit einem Apfelsaft das kochen oder mit einem Birnensaft oder einem Quittennektar. Das ist jedem überlassen, so wie er Lust und Laune hat. Dann gibt man noch einen Schluck Rotwein hinzu. Muss nicht der teuerste sein, ist nur ein Geschmacksbegleiter. Und kochen die ganze Masse auf. Dann gebe ich noch rein zum Aromatisieren einen Schluck Grand Marnier. Das ist ein Orangenlikör. Könnt ihr auch nehmen. Ein Pflaumenlikör, ein Birnenbrand. Wie gesagt, Lust und Laune, man kann immer alles nehmen. Als nächstes nehme ich meine Gewürze. Eine halbe Zimtstange. Ein Sternanis, sehr schöner Geschmack. Ich möchte Ihnen das auch mal zeigen. Der Hauptgeschmack im Sternanis ist in diesem Korn, in diesen Ecken drin. Sehr aromatisch. Man muss das aber nicht kaputt machen, weil die Flüssigkeit geht trotzdem rein und das Aroma kommt trotzdem raus. Dann habe ich hier einen langen Pfeffer. Der hat ein sehr schönes Aroma. Der schmeckt nicht einfach nur pfeffrig, sondern der schmeckt auch ein bisschen fruchtig, blumig, sage ich mal. 2 Nelken und natürlich eine Vanilleschote. Falls Sie die Crème Brûlée jetzt schon gemacht haben, könnten Sie zum Beispiel Ihre abgewaschene Vanilleschote mit in dieses Ragout tun. Die Vanilleschote einfach wieder nur halbieren. Sie können das Vanillemark auskratzen. Das müssen Sie diesmal nicht so gründlich machen, da normalerweise durch diesen Kochprozess in dem Ragout wäscht es quasi das Vanillemark mit raus. So, die Basis für unseren Fond, die wird jetzt einfach, lassen wir etwa kochen, ca. 20 Minuten auf leichter Flamme, dass es schön einkocht, dass der Alkohol rauskocht und dass sich die Geschmacksstoffe alle schön verbinden und dass die Gewürze auch ihre Aromen entfalten. Für unser Herbstfrüchte-Ragout brauchen wir natürlich auch Früchte. Da habe ich heute entschieden, Zwetschge oder Hauspflaume. Eine Birne, hier haben wir eine Birneforelle. Und einen Elsterapfel. Können Sie nehmen, was Sie wollen. Ich würde nur empfehlen Granny Smith, weil der zu sauer ist. Und wir brauchen jetzt eigentlich eine schöne, süße Komponente. Ich würde, und den Apfel generell würde ich die Schale dran lassen. Viele Leute stört das, aber in der Schale sind Vitamine und hier hätten wir auch noch mal ein schönes Farbspiel, wenn wir die Schale schön mit dran lassen. Also einfach halbieren die Birne, dann schneiden wir das Kerngehäuse raus. Das gleiche machen wir mit dem Apfel. Wichtig ist, dass Sie die Früchte, wenn Sie die dann schneiden, dann relativ zügig verarbeiten, damit sie nicht anfangen zu oxidieren. Das heißt, dass die Früchte nicht braun werden. Dafür dient nämlich die Schale, darum ist sie auch so gesund, weil die Vitamine, vor allem Vitamin C, die Ascorbinsäure, die schützt einfach die Früchte vorm Braunwerden. Und die sitzen halt in der Schale. Das Obst einfach in Spalten schneiden.
Dasselbe machen wir mit unseren Pflaumen. Bei den Pflaumen vielleicht nochmal drauf achten, vor allem wenn sie aus dem Garten sind, dass man keine Bewohner findet, dass sie nicht vermatet sind. So, da haben wir die Früchte für unser Ragout. Wer möchte, der könnte dann auch, wenn es jetzt ein bisschen später wird, es fängt ja auch langsam an mit Mandarinen und anderen Zitrusfrüchten, die könnte man auch noch mit schön dazugeben. Kriegt man noch eine schöne Note. Als nächstes binden wir unseren Fond für unser Ragout ab. Dazu benötigen wir Stärke. Ich nehme gerne Kartoffelstärke. Man kann aber auch Maisstärke nehmen. Das ist egal. Die Stärke einfach mit kaltem Wasser verbinden, dass dann keine Klumpen entstehen. Die Stärke einfach auflösen im Wasser und glatt rühren. Dann ist es ganz wichtig, wenn wir das Stärkewasser in unserem Fond geben, dass wir das am besten tröpfchenweise machen, vor allem bei Kartoffelstärke, weil Kartoffelstärke bindet besser als Maisstärke. Man braucht viel weniger. Das heißt, einfach etwas bisschen reingeben, das kurz kochen lassen. Stärke bindet relativ schnell. Eine Minute kochen reicht meistens und dann noch mal kurz ein bisschen die Stärke auskochen lassen. Und jetzt sieht man schon schön im Topf, dass unser Fond sämig wird. Ganz wichtig, was man noch beachten sollte, je nachdem, wie Sie das Ragout dann essen möchten, ob Sie das kalt oder warm essen, da müssen Sie ein bisschen schauen. Wenn das im warmen Zustand schon ein bisschen anzieht, dann ist es meistens im kalten Zustand schon noch etwas dicker und das reicht dann jetzt schon so von der Konsistenz. So, unsere Stärke ist jetzt schön ausgekocht, hat den Fond schön abgebunden, geben das in den Sieb, dass wir die Gewürze nicht mitessen. Bitte denken Sie daran, die Vanilleschote aufzuheben. Jetzt kochen wir den Fond nochmal auf. Wenn der uns zu dick erscheint, ist das gar kein Problem. Sie brauchen jetzt keine Angst haben, dass das irgendwie misslungen ist. Dann geben Sie einfach nochmal einen kleinen Schluck Orangensaft hinzu. Wenn Sie es ein bisschen spritziger machen wollen, dann können Sie auch noch ein bisschen Limettensaft oder ein bisschen Chili dazugeben. Nochmal aufkochen. Und jetzt in diesen kochenden Fond geben wir unsere Früchte. Schön umrühren und ganz wichtig, dass man am besten die Früchte nur mal kurz aufkocht und dann den Topf beiseite stellt und das ganze Ragout einfach nur ziehen lässt, damit die Früchte noch einen schönen Biss haben, nicht so verkochen, dass es quasi nicht so ein eingemachtes Kompott ist, sondern man schon merkt, dass es sich um frisches Obst handelt und wir hier nicht völlig alle Vitamine rauskochen. Gerade in der kalten Jahreszeit sollten wir alle etwas mehr Obst essen. Perfekt wäre es natürlich, wenn man dieses Ragout noch einen Tag in den Kühlschrank stellt, damit sich die Gewürze und die Fruchtsäfte von dem Obst noch schön verbinden und dieses ganze Gericht einfach stimmiger wird und viel homogener schmeckt. So, jetzt richten wir unser Herbstfrüchte-Ragout an. Duftet schön aromatisch nach unseren Gewürzen. Einfach die Spalten von unseren Birnen, Äpfeln und Pflaumen locker auf den Teller verteilen. Dann unsere herrliche Soße. Passend dazu könnte man noch ein paar gemahlene Pistazien verstreuen auf den Teller. Ein paar kantierte Mandeln. Die kann man kaufen oder selber machen. Noch eine Himbeere und ein Blatt Minze. Ich hoffe, es wird Ihnen leicht fallen, das nachzukochen und ich wünsche Ihnen einen guten Appetit. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de